herzlich willkommen zu meinem neuen Video, meine Lieben. Ich habe wieder was zum Mitmachen mitgebracht. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Atem, mit Pranayama, also den Atemübungen aus dem Yoga. Und zwar mit einer bestimmten, und zwar Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Die hilft euch dabei, euch besser zu konzentrieren, euren ganzen Körper alles in Harmonie, in Einklang zu bringen, eure Gehirnhälften zu verknüpfen besser, eure männliche und weibliche Energie besser zusammenzuführen und ist auch körperlich ein sehr, sehr gutes Lungentraining und für das Herz-Kreislauf-System. Also wenn ihr euch dringend besser konzentrieren müsst oder euer Partner euch immer sagt, ihr denkt ja schon wieder nur auf der rechten Gehirnhälfte oder ähnliches, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Es geht, wie gesagt, um die Wechselatmung, um Nadi Shodhana. Nadi Shodhana bedeutet Reinigung der Nadis. Die Nadis sind Energiekanäle, mit denen im Ayurveda, im Yoga, in der chinesischen Medizin gearbeitet wird. Davon gibt es 72.000, aber drei davon sind die Hauptnadis, und zwar sind das Ida, Pingala und Sushumna. Und um die geht es eben auch heute. Ida ist die weibliche Energie, die Mondenergie, kühl, ist mit dem Parasympathikus verknüpft. Es geht also um Entspannung, um Regeneration, um alles Empfangende. Ida beherrscht die komplette linke Körperseite inklusive des linken Nasenlochs, das wird gleich erst relevant, und die rechte Gehirnhälfte. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass Frauen ja anscheinend immer nur mit der rechten Gehirnhälfte denken, dass es für alles Emotionale, für alles Intuitive, Künstlerische, Gefühlvolle, Wahrnehmende, alles Empfangende und nach innen Blickende quasi ist damit verknüpft. Und dazu im Gegensatz steht Pingala. Pingala ist die männliche Energie, die Sonnenenergie, das Aktive, Warme, Sympathikus, also alles nach außen gehende, alles Bewirkende, die Ratio, das logische Denken, die Vernunft, das Durchsetzungsvermögen, all das ist eben daran gekoppelt, und das beherrscht die komplette rechte Körperseite inklusive des rechten Nasenlochs und die linke Gehirnhälfte. Dann gibt es noch Sushumna. Sushumna ist eben das ganze Gefühl der Einheit. Wenn du also alles in Einklang gebracht hast und es fließt spiralförmig durch alle Chakren durch und ist dann vor allem wichtig, wenn man nach höheren Bewusstseinszuständen strebt. Bei einem völlig gesunden Menschen atmet man ungefähr eine Stunde 50 Minuten durchs eine Nasenloch und dann wechselt das zum anderen. Das ist aber bei den allermeisten gestört durch unseren ganzen Stress, mit dem wir uns umgeben und, und. Und das können wir jetzt direkt mal testen, welches Nasenloch bei euch gerade aktiv ist, welche Energie eher aktiv ist, ob ihr eher im Parasympathikus, eher im Sympathikus seid, indem wir den Finger einmal unter unsere Nase halten und mal ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase nehmen und mal beobachten, durch welches Nasenloch eben die Luft ausströmt momentan. So, und bevor wir gleich zur Technik kommen, einmal kurz zu den Wirkungen auf den Körper. Und zwar ist es, wie gesagt, ein sehr gutes Training für eure Lungenkapazität, weil wir währenddessen auch die Luft mal anhalten und so weiter. Auch sehr gut für Herz und Kreislauf. Einfach dieses bewusste, ruhige Atmen und ganz bewusst durch Konzentration des Prana, den Atem, eben auch in Regionen schicken, wo wir ihn vielleicht brauchen und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine super Sache und ist eben auch gut gegen Asthma und Allergien und alles, was mit den Atemwegen zu tun hat. Das reinigt eben auch, öffnet die Nasendurchgänge und lohnt sich auf jeden Fall, das vielleicht morgens mal zu machen oder auch nur, wenn ihr es gerade nötig habt. Dafür brauchen wir jetzt einmal Vishnu Mudra. Im Yoga sind ja auch immer die Handhaltungen ganz wichtig und im Pranayama, das sind Mudras. Und für die Wechselatmung brauchen wir Vishnu Mudra. Das ist die Handhaltung des Gottes Vishnu und steht für Friedfertigkeit und Ruhe. Dabei haben wir Bedeutung für die verschiedenen Finger. Und zwar steht Daumen hierbei für Gott. Der Zeigefinger steht für das Ego, Mittelfinger für Tamas. Tamas ist auch ein Begriff aus dem Yoga und steht eben für Faulheit, Inaktivität, Lethargie, solche Dinge. Und der Ringfinger für Reinheit. Dabei wissen wir ja jetzt schon, was wir wohl eher nicht so brauchen, und das sind eben Zeige- und Mittelfinger, Ego und Tamas. Klappen wir weg, klappen wir auf die Handfläche und haben somit noch Daumen und Ring und kleinen Finger zur Verfügung. Wenn das nicht geht, wenn ihr das nicht machen könnt, könnt ihr Zeigefinger und Mittelfinger auch zwischen die Augenbrauen legen. So, dann haben wir eben den Daumen für das rechte Nasenloch. Wir machen das Ganze mit der rechten Hand, genau. Für rechtes Nasenloch den Daumen und für das linke den kleinen und den Ringfinger. Die linke Hand legen wir mit der Handfläche nach unten auf das linke Knie. Immer wenn ihr irgendwas empfangen wollt, ist die Handfläche nach oben. Und wenn es eher um innere Prozesse geht, eher nach innen blicken wollt, eher nach unten legen.
Dann möchte ich euch bitten, euch eine bequeme Sitzhaltung zu suchen. Das ist jetzt relativ egal. Hauptsache, ihr habt eine gerade Wirbelsäule dabei. Und wenn ihr das sonst nicht so viel macht mit dem irgendwie im Schneidersitz sitzen, mit geradem Rücken oder auf den Fersen sitzen oder so, das könnt ihr natürlich gerne machen. Wenn ihr das sonst nicht so oft macht und das sonst anstrengend wird für den Rücken, könnt ihr euch auch anlehnen. Hauptsache, der Rücken ist gerade. Ihr könnt auch auf einem Stuhl sitzen oder drückt mal kurz auf Pause und richtet euch da gut ein. Und dann kommen wir eben zur Technik. Es heißt Wechselatmung, weil wir immer zwischen dem rechten und dem linken Nasenloch wechseln. Und hierbei ist eine Runde immer einmal durch das linke Nasenloch einatmen. Dabei halten wir das rechte mit dem Daumen zu. Dann halten wir die Luft an. Währenddessen verschließen wir beide Nasenlöcher. Und dann atmen wir rechts wieder aus, indem wir das linke zuhalten. Und dann geht es rechts wieder ein, oben halten. Links aus, links wieder ein und so weiter. Und immer wenn wir einmal rüber und wieder rüber gekommen sind, dann ist eine Runde vorbei. Also 6 Schritte quasi, links ein, halten, rechts aus, rechts ein, halten, links aus. Das ist eine Runde. Könnt ihr euch immer, wenn ihr zwischendrin mal durcheinander kommt, mal wieder erinnern, 6 Schritte. Und für diese 3 Schritte des Einatmens, Haltens und Ausatmens versuchen wir das immer in einem Verhältnis von 1:4:2 zu haben. Bei richtig geübten Yogis, die können dann auf 4 einatmen, 16 halten, 8 wieder ausatmen. Und wir machen jetzt erstmal auf 2 einatmen, 8 oben halten und 4 wieder ausatmen. Das Ganze versuchen wir so geräuschfrei wie möglich zu machen. Ich zähle jetzt die ersten 3 Runden mit. Wir machen insgesamt 10 Runden, das sind ungefähr 5 Minuten. Das ist ein guter Start. Das ist insgesamt auch für Anfänger geeignet. Das kann jeder einfach mitmachen. Und wenn ihr länger Zeit habt und mehr Übung habt, dann könnt ihr das Ganze auch auf 20 Runden ausweiten oder das Video direkt wieder von vorne anschauen oder so. Genau, 3 Runden werde ich mitzählen und dann könnt ihr für euch innerlich weiterzählen und ich beende das Ganze dann wieder. Sollten die 10 Runden zu lang für euch sein und ihr wollt vorher schon aufhören, dann hört auf, wenn eine komplette Runde vorbei ist. Also mit der Ausatmung durch das linke Nasenloch stoppen. Und wenn es aber nur darum geht, dass der rechte Arm müde geworden ist, dann könnt ihr den natürlich auch gerne mit der linken Hand unterstützen. Okay, also in Position. Gerader Rücken, Schultern sind locker und nach hinten. Die Hände sind erstmal noch beide mit Handflächen nach unten auf den Knien. Wir schließen die Augen und atmen erstmal ganz tief in den Bauchraum ein und wieder aus. Bei der Einatmung dehnt sich der Bauch nach außen aus und mit der Einatmung ziehen wir ihn langsam wieder zusammen. Einatmen, ausdehnen, ausatmen, wieder zusammenziehen. Wir atmen sehr häufig nur im Brustbereich, deswegen machen wir uns erstmal auf die komplette Bauchatmung aufmerksam, machen uns das Ganze bewusst, wie der Atem durch unseren ganzen Körper strömt. Wir können ihn ganz bewusst zu bestimmten Teilen unseres Körpers leiten. Und dann heben wir die rechte Hand, nehmen die Hand in Vishnu Mudra, legen den rechten Daumen ans rechte Nasenloch, atmen erstmal tief gemeinsam aus und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
kommt langsam zum Ende. Mit dem Abschluss der letzten Runde, mit dem Ausatmen durch das linke Nasenloch, senken wir die rechte Hand, legen sie mit der Handfläche nach unten auf, das rechte Knie, Augen bleiben noch geschlossen und wir atmen erstmal ganz tief und gleichmäßig ein und aus und beobachten, ob sich irgendwas verändert hat in unserem Körper. Gerne nochmal den Test machen. Nehmen einen Finger unter die Nasenlöcher und spüren mal hin, ob wir einen Ausgleich schaffen konnten. Ob wir nun aus beiden Nasenlöchern ausatmen. Und bleiben hier noch einen Moment in der tiefen Bauchatmung. Nehmen wir die Handflächen zusammen, Hände vor die Brust, sodass der Daumen die Brust leicht berührt und beginnen unsere Handflächen fest und schnell aneinander zu reiben. Die Augen sind immer noch geschlossen und wir produzieren Hitze und Energie und legen die Handflächen über unsere Augen. Dann lösen wir die Hände langsam und öffnen unsere Augen innerhalb der Handflächen. So, und das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid schön entspannt und harmonisiert und im Einklang mit euch selbst. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was das mit euch gemacht habt, ob ihr irgendwelche Veränderungen erzielen konntet bzw. wahrnehmen konntet. Und auch sonst gerne alle Erfahrungen, alles gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!